So, liebe Freunde, und da bin ich auch schon wieder. Und es hat sich etwas getan. Meine Geschichte werde ich dann später etwas weiter erzählen. Denn es hat sich getan, dass der Bloodfighter mal mit mir im TS ist. Und somit habe ich ein kleines Gastkommentar im Let's Play. Das ist jetzt dann auch das erste Video überhaupt, wo ich einen Gastkommentar drin habe. Wenn man jetzt mal von Dark Souls absieht, wo halt meine Frau mit kommentiert hat. Hi, Bloodfighter. Moin, hallo. Was gibt's Neues? Ich sehe ja schon regelmäßig, wenn ich hier meine Aufnahmesessions mache, dass du meinen Zweitaccount misshandelst mit Hearthstone. Richtig. Ich bin hier schön Hearthstone am Aufnehmen. Also jetzt natürlich nicht. Oder doch. Ich tue es mal gerade beenden. Schön Hearthstone am Aufnehmen. Einige Parts mit, ja, meine Abonnenten ein bisschen Futter bekommen. Und ja, du bist jetzt bald, glaube ich, bei 670 Gold. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Dann kann ich dann demnächst noch mal ein paar Duelle aufnehmen in der Arena. Allerdings wollte ich das Let's Play auch nicht mehr ganz so lange halten. Ich glaube, ich habe jetzt insgesamt, 130 Parts oder sowas habe ich aufgenommen von dem Spiel. Ja, da habe ich auch einen Highscore aufgenommen, weil ich so gefesselt war von dem Spiel. Und ich denke aber mal, eine Arena-Durchgang noch, das wird dann der Abschieds-Arena-Durchgang sein. Und dann werde ich das Let's Play auch mal beenden, weil 130 Parts oder 140 Parts reichen dann auch vollkommen. Das kann man. Das stimmt, das ist schon wirklich ordentlich. Du gibst ja wirklich auch sehr, sehr viel Mühe mit deinen Videos, wie ich gesehen habe. Finde ich auf jeden Fall super. Ich krieg gerade irgendwie total auf die Fresse hier von dem Drecksack. Ich weiß nicht, der Priester ist irgendwie nicht so mein Ding, ich weiß nicht. Der Priester ist eigentlich eine der überpowersten Klassen, die es gibt. Priester und Krieger sind die mächtigsten Klassen von allen. Ich nehme mit dem Jäger alles auseinander. Mit dem Jäger nehme ich alles auseinander, aber hier mit dem Priester, ja. Ja, ich habe dein letztes Video gesehen, wo du mit dem Jäger mal gespielt hast. Nee, das war schlecht, da war ich ja noch schlecht gewesen. Da hatte ich ja noch nicht so den Durchblick, sage ich mal. Aber jetzt habe ich so ein System, wie ich mit deinem Deck den Gegner dann mit einer Attacke direkt rauskicke, sozusagen. Dafür habe ich das Deck zusammengestellt. Ich habe da fast nur ein- und zwei Mana-Karten drin. Und, das ist so geil, ey. Und dann halt mit Unleash the Hounds, oder beziehungsweise Lass die Hunde los, kannst dann mit den Windharpien, Windharpien oder was? Ja, so flattern wir da diese Winddrachen. Das ist genau. Einfach so pervers, der Kram. Und dann kriegst du immer wieder Karten. Deswegen hole ich auch immer diesen Geier als allererstes, der... den mache ich erstmal weg. Diesen Geier als erstes, mit dem man dann immer, wenn man ein Wildtier quasi beschwört, eine Karte bekommt. Und dann ist dann meistens Unleash the Dogs dabei. Das ist schon richtig geil. Hast du denn schon mal das Hexenmeister-Deck gespielt von mir? Ich glaube nicht, ne. Das solltest du mal spielen. Also das oben, was ganz oben links in der Ecke ist, das solltest du mal spielen und das aufnehmen. Da sind nämlich auch ein paar von meinen legendären Karten mit drin. Das läuft eigentlich immer ganz gut. Ja, momentan bin ich so eher ohne Gequatsch am Aufnehmen, also nur normale Gameplays, weil in den letzten Tagen war ziemlich... Ah, leck mich doch am Arsch. Jetzt hat der Typ hier drei Spots, das gibt's doch nicht. Mage, Unverschämtheit. In den letzten Tagen war hier ziemliche Umbaumaßnahmen. Der Nachbar ist wohl sein Bad am Renovieren, da werden die alten Rohre aus der Wand gerissen und alles erneuert. Dann haben sie die Kacheln abgehauen und alles da... Ach, da ist den ganzen Tag hier Terror. Das habe ich in deinen Kommentaren gelesen, dass du da irgendeinem Abonnenten geschrieben hast, dass du da irgendwie ein paar Probleme hast mit dem Aufnehmen, weil da im Moment dein Nachbar so Terror macht. Ja, das geht mir auch total auf den Sack, aber gut, so ist das halt. Und sonst noch regelmäßig bei Might and Magic Online? Momentan nicht. Momentan bin ich ja eigentlich nur Hearthstone beim Aufnehmen, weil ich ja dachte, ist ja dein Account, irgendwann willst du ihn wieder. Bis dahin werde ich dann gut produzieren, bis dann irgendwann die Open Beta kommt quasi. Ja, wie gesagt, kannst auf jeden Fall noch ein bisschen behalten, den Account. Super. Ich habe da noch genug Folgen. Du profitierst ja davon, ne? Naja, wenn ich so deine ersten zwei Videos gesehen habe, da... Wie gesagt, da war ich richtig schlecht gewesen. Aber ich habe jetzt sehr viel mit dem Jäger gespielt. Der ist jetzt, glaube ich, bald auf Level 25. Da hast du jetzt zwei goldene Karten mehr. Ja. Dann habe ich eine Herausforderung geschafft. Du meinst 60 Gold eine Quest bekommen? Oder ein Quest wahrscheinlich? Ja, genau, so eine Quest. Dann hast du dann da 60 Gold bekommen. Jetzt habe ich dir schon 160 Gold oder so habe ich jetzt schon gemacht. Irgendwie sowas. Ja, du kannst auch gerne mal, wenn du so viel Gold sowieso verdienst und wenn du den Account auch länger hast, kannst du auch gerne mal selber eine Arena-Runde starten für 150 Gold. Das ist kein Ding. Dann hast du das mal aufgenommen. Und außerdem, was kostet denn so eine Runde? So eine Runde kostet 150 Gold.
Ach du Scheiße. Die Schweine. Das geht, aber wenn du da 6 Duelle gewinnst oder 7, dann kriegst du, hast dein Gold auf jeden Fall wieder raus und du kriegst jedes Mal einen Booster umsonst. Also für jeden Arena-Besucher, selbst wenn du gar nicht gewinnst, kriegst du einen Booster. Mit 5 Karten drin. Das war geil. Finde ich auch. Ich bin ja echt mal gespannt, wie das ist, sobald das released wird, das Spiel. Ob es dann auch wieder ein Reset gibt von den Karten ob man die Karten behalten kann. Weil wenn es ein Reset gibt, dann kann ich mir wieder 95 Booster-Packs öffnen. Krass. Ja, die hatte ich mir damals gekauft, bevor der erste Vibe war. Stimmt, hast ja einmal, glaube ich, mal eine ganze Folge nur ausgepackt, ne? Also einmal hatte ich eine Folge mit, ich glaube, 52 Minuten, da hatte ich dann 40 Booster-Packs ausgepackt. Und einmal hatte ich eine Folge mit 27 Minuten, da hatte ich nochmal 40 Booster-Packs ausgepackt. Nicht schlecht. Das war aber auch hier, für die 53 Minuten habe ich aber auch 18 Stunden hochladen müssen. Boah. Ja, oder deine Leitung ist ja nicht so prickelnd, ne? Das ist ja. Nee, aber ich habe da gestaunt, dass Hearthstone so viele Ressourcen frisst, dass das so groß ist wie die Dateien. Ja? Findest du? Die Dateien sind riesig. Da, allein diese 52 Minuten, das war hinterher nach dem Rendern, war das, glaube ich, knapp 6 GB. Was? Ja. Da musst du echt mal mit Bandicam aufnehmen, da kannst du quasi die Rohdatei hochladen. Die Rohdatei ist meistens kleiner als die gerenderte, fertige Datei. Dann kannst du direkt die Rohdatei hochladen und das geht dann schneller. Kommt halt immer auf das Spiel drauf an. Aber Hearthstone, weiß nicht, so eine 20-Minuten-Folge ist bei mir, glaube ich, 800 MB oder so. Bist du denn heute noch länger online? Weil hatte jetzt eigentlich vor, so bis 12 Uhr aufzunehmen und dann vielleicht noch eine Runde Might and Magic zu spielen, dass man da vielleicht mal nochmal gegeneinander zockt. Ja, können wir sehr gerne machen. Hast du denn mittlerweile neue Karten? Nicht wirklich. Also ich habe schon ein paar neue Karten. Ich habe jetzt 3 Decks. Einmal für die irgend so ein Scheiß. Nekropole. Genau, Nekropole. Ne? Pole, ja. Dann habe ich die Infernum, da habe ich mein Deck zusammengebastelt und von dieser Bastion, aber Bastion konnte ich mir leider nur aus den Karten, die ich aus den Kartenpaketen bekommen habe, mir was zusammenbasteln. Also ich habe diese ganzen Standardkarten aus dem Anfängerdeck nicht. Das heißt, bei der Bastion habe ich dann schon Nachteil, weil ich dann eben nicht so viele Viecher habe. Deswegen, da muss man mal gucken. Ich habe mein Deck jetzt auch umgestellt, weil ich merke auf meinem Elo-Rang, wo ich bin heute Morgen war ich noch auf 800 noch was Elo. Da komme ich einfach nicht mehr klar mit meinem alten Deck. Weil da musst du dann doch teilweise schon Karten haben, die nicht so viele Anforderungen brauchen. Ich habe jetzt nur noch Monster drin, die maximal 4 Mana brauchen. Und damit komme ich eigentlich ganz gut klar. Wobei, heute hatte ich ein Duell, da habe ich verloren, aber da habe ich nur 8 Elo-Punkte verloren, weil ich musste mit 800 Elo gegen einen spielen, der hatte 1080 Elo. Ach du Scheiße. Und das, obwohl ich hätte fast gewonnen gehabt, wenn er jetzt mit seinem, der hatte noch 6 Karten in seinem Deck und dann hat er mit den 6 Karten, hat er mich dann in einem Zug platt gemacht. Das fand ich ein bisschen ätzend. Ja, ich habe da auch einen, ich weiß nicht, wie heißt es, ja, diese, sag mal, Aladdin-Deck, was ich meine, diese, was ist das, mit dieser fliegenden Stadt, wo die da als Bild haben? Achso, die von Sanctuarium oder so heißen die Fraktion. Nee, oder Herold ist das, glaube ich, Herold der Leere, irgendwie sowas. Nein, Herold der Leere ist eine Edition von Karten. Du meinst die diese komischen Wasserdecks haben, ne? Nee, wieder anderes. Wieder was anderes? Dunkle Magie oder so. Kriegst du nur mit Echtgeld. Ach so, die meinst du. Also, ja, ich die weiß, welchen du meinst. Die sind pervers, da wurde ich auch direkt auseinandergenommen. Die kriegst du aber nicht nur mit Echtgeld, die kriegst du auch, wenn du die Siegel auszahlst, beziehungsweise bezahlst. Die Siegel, aber die kriegst du ja, wenn du keine Herausforderung hast oder so, kriegst du die Siegel ja nur per Echtgeld. Deswegen, das ist ja eigentlich die Echtgeldwährung. Sozusagen. Es geht eigentlich. Ich habe mir jetzt letztens mal den Lancer oder Launcher heruntergeladen, also den richtigen. Und nachdem ich den runtergeladen habe, habe ich erstmal die ganzen Passwörter eingeben können. Das ist wirklich so, dass wenn man über Steam funktioniert, das mit den Codes eingeben nicht. Ja, hatte ich ja gesagt. Du bei Steam hast ja den Redeem-Code-Button gar nicht. Das ist das
Ja. So, ich bin mal, muss mal hier kurz ein bisschen was vorlesen und dann kann ich mich gleich wieder mit dir weiter unterhalten. Mach das. So, nicht schlecht für jemanden aus der Stadt, Worgen. Nette Vorführung. So, da haben wir die erste Quest da schon mal abgegeben. Was haben wir hier als nächstes? Na, das hört sich doch, das höre ich doch gerne. So ist's recht. So, können wir die auch abgeben. Oh, die hat sofort wieder zwei neue Quests für uns. Ich gebe aber erstmal da den nächsten Quest ab. Boah, der hat auch schon wieder eine Quest mehr. Die wollen uns jetzt heimern sie uns voll mit Quest. Ist ja sensationell. Habt ihr die Mägen? Aber klar, hier, bitteschön. Ah, schön frisch. Magen, lecker. Ah, schön frisch. Ich werde damit anfangen, während ihr mir noch ein paar Sachen besorgt. Man sieht sie. Gut, da können wir auch die 12 Flaschen abgeben. 12 sollten reichen, oder? Was für ein gutes Zeug. Wir können doch nicht zulassen, dass irgendwelche Trolle oder Goblins sich ein Schlückchen davon genehmigen, oder? Vielleicht kann ich ein bisschen davon in mein nächstes Gebräu verarbeiten. Mögen eure Reisen sicher sein. So, jetzt, was hat der denn da? Da müssen wir einen Terrorklumpen kaputt machen, so wie es ausschaut. Nicht viele Zwerge wissen das, aber um meinem Gebräu noch einen richtigen Schub zu verleihen, füge ich noch ein wenig von dem Schlamm hier aus der Gegend hinzu. Ja, von den riesigen grünen zwergenfressenden Schlammhaufen. Dieses Gebräu braucht allerdings einen riesigen Extraschub, also brauchen wir einen großen Schlamm. Im Lauerfels befindet sich die Mutter aller Schlamme. Sie ist wirklich riesig, aber wir nennen sie den Terrorhaufen. Wenn ihr das Zeug dazu habt, geht dorthin und bringt mir einen Brocken von dem Terrorklumpen. Seid auf der Hut. Ja, machen wir das auf jeden Fall auch. Jetzt haben wir hier nochmal zwei Quests und dann ist der Part auch schon fast wieder vorbei. Vor Jahren gab es einmal eine Basis der Horde tief im Lauerfels. Sie ist seitdem verlassen, aber es handelt sich immer noch um ein wichtiges Gebiet, das es wert wäre, für unsere Verbündeten eingenommen zu werden. Das Problem ist, es ist voller zwergenfressender Schleime und Schlamm. Diese Dinger sind fast genauso eklig wie Trolle und bereiten uns dauernd Ärger. Unsere Jungs sind vollauf damit beschäftigt, gegen die Bruchhauer zu kämpfen. Deshalb müsst ihr nach Lauerfels gehen und dort für mich aufräumen. Bleibt auf dem Boden. Gut, das ist dasselbe Gebiet wie mit dem Schlamm, den wir da sowieso jagen sollen. Und da haben wir noch die letzte Quest. Ich hatte einen Cousin, der im Zweiten Krieg gekämpft hat. Er hat mir immer davon erzählt, dass sie einen Schlachtzug gegen Lauerfels geführt haben. Sie sind dort hineingestürmt und haben die Trolle wie Ratten aus ihren Nestern vertrieben. Sie haben sie dann den ganzen Weg bis nach Alterac gejagt. Kurz darauf haben die Schleime Einzug gehalten, aber dort drin gibt es immer noch ganze Kisten voller Waren der Horde. Ich sage, wir lassen sie nicht zu, dass die Trolle sich das zurückholen. Bringt mir einige Kisten vom Lauerfels im Nordwesten. Man sieht sich. Jo, machen wir das auch. Und damit haben wir hier erstmal wieder alle Quests angenommen. Und jetzt habe ich auch wieder Zeit für dich, Bloody. Super! So, boah, schrei mich nicht so an. Hallo! Ich kann mich hier irgendwie überhaupt nicht auf das Spiel konzentrieren. Ich bin hier so am Abkacken, das gibt's nicht. Nein, also das ist nicht schlimm. Wenn du dir mal meine Let's Plays davon angesehen hast, ich hatte, glaube ich, auch den einen oder anderen Durchgang, wo ich, wie sag ich's am besten, wo ich 0-3 verloren habe. Ja, das ist die Chance. Ich habe jetzt letztens noch mal mit Gequatsche aufgenommen. Vorher habe ich die ganze Zeit Jäger gespielt. Ich habe alles auseinandergenommen. Ich habe von 4 Runden habe ich 3 Runden gewonnen. Also ja. Ich habe die wirklich auseinandergenommen. Teilweise andere Jäger, die fast dasselbe Deck hatten, habe ich auseinandergenommen, weil, keine Ahnung, ich kenne jetzt das Deck in- und auswendig. Ich weiß ganz genau, wie ich beim meiner Sache von dem Feind genau zu reagieren habe und so weiter und so fort. Und dann habe ich aufgenommen und dann bin ich da total am Abkacken gewesen. Weil ich mich halt nicht wirklich auf das Spiel konzentrieren konnte. Das ist dann schon ein bisschen blöd, aber gut, so ist das so. Jetzt weiß ich nicht, was soll ich machen hier. Gedankenkontrolle, das ist... Na. Gedankenkontrolle ist mal ganz geil, wenn der Gegner mit einem dicken Viech auf dem Feld da sitzt.
Oh, Level Up, weil wir eine Kiste geöffnet haben. Cool, jetzt sind wir Level 43. Haben wir dabei irgendwie was bekommen? Glückwunsch, ihr habt Level Stufe 43 erreicht. Oh, krass, hat 43 erreicht, aber irgendwie gab es neue Skills. Gucken wir mal eben kurz nach. Nö. Weil jetzt habe ich zum Beispiel einen Jäger vor mir, nur der macht jetzt falsch. Der macht es total falsch. Der ist die ganze Zeit einzeln Viecher am rausholen. Und die hau ich ihm weg. Irgendwann hat er keine richtigen Viecher mehr. Ja, wodurch er dann halt keinen Großangriff mehr starten kann. Ja. Entschuldigung, ich hab dich. Nö, ist nicht so wild. Ich werde jetzt an dieser Stelle mal eben einen kurzen Pausen-Cut, einen kurzen Episoden-Cut machen und dann geht's in 2 Tagen für euch mit World of Warcraft weiter. Bis dahin, alles Gute. Ich bin der Crazy Vane und bin für heute raus. Ciao. Tschüss.